An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Bitte, komm und hör dir das an. Komm, lass mich in Ruhe, lass es kratzen. Entspann dich, das sind bestimmt nur Mäuse. Es sind ganz sicher keine Mäuse. Es ist... Es ist zu früh, um sich so einen Quatsch anzuhören. Vielleicht ist es Sud gewesen. Hör bitte auf zu spinnen. Sogar Sud braucht seinen Schönheitsschlaf. Warum wollt ihr mir denn nicht glauben? Wie lange hörst du das Kratzen schon? Die ganze Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich hätte wissen müssen, dass ihr mir nicht helfen wollt. Okay. Ich komme und höre es mir an, aber wenn es doch nur Mäuse sind, dann... Guardian? Ich verstehe nicht. Hör zu. Es hat begonnen. Suds Versprechen steht vor seiner Erfüllung. Endlich sind die Menschen soweit, sich dem Chaos, das sie so lange unterdrückt haben, zu überlassen. Ist das nicht ein wundervoller Klang? Los, gehen wir! Das sind Kampfgeräusche. Das, was wir hören wollten. Die Chosen und ihre Anhänger bekämpfen sich gegenseitig. Das erinnert mich an die Tage der Lokos und der Demon Dogs, als wir Tag für Tag ums Überleben gekämpft haben. Die Tage sind vorbei. Wir müssen nur noch durchhalten, bis die Chosen endgültig zusammengebrochen sind. Dann sind wir frei. Für wie lange denn, Bray? Für einen Tag? Einen Monat? Ein Jahr? Es sind noch ein paar Schritte zu gehen, aber wir werden sehr bald ans Ziel kommen. Ich bin so froh, dass du da bist. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich nicht die Kraft, das alles durchzustehen. Vergiss nicht, wir haben uns beide. Warte nur noch ein bisschen. Du wirst es hören. Selene, ich bin seit mindestens 15 Minuten hier und ich habe nichts gehört. Jetzt! Ehrlich, ich hab's gehört und es waren keine Mäuse. Oder hältst du es für eine Warnung, dass ihm etwas Schreckliches passieren wird? Jedenfalls würde ich von ein bisschen Schlaf eine Menge halten. Menschen mit zu wenig Schlaf werden verrückt. Na gut, dann werde ich meditieren. Vielleicht gibt Sud mir eine Antwort. Ganz wie du willst. Draußen ist der Teufel los. Inwiefern? Na, diese Gruppen und Gangs. Chosen sind auch dabei. Sie kämpfen und randalieren wie die Irren. Die Ordnung bricht total zusammen. Was sollen wir tun? Gar nichts. Was hat Taizen immer gesagt? Wenn du neue Früchte probieren willst, dann fäll den alten Baum und pflanz einen neuen. Gar nicht schlecht. Das hört sich an, als würde dieser Baum bald fallen. Woran denkst du? Ich frage mich, wo das alles enden wird. Naja, glaub daran, dass es gut ausgeht. Amber, wie oft hast du das zu mir gesagt? Aber geht es gut aus? Amber. Ich muss das aber wissen. Ich bekomme ein Kind, ich kann das nicht dem Zufall überlassen. Es wird gut, wir sorgen dafür. Ja, das sagen wir. Und dadurch fühlen wir uns auch besser. Aber was ist, wenn sich alles so entwickelt, dass man kein Kind in diese Welt setzen möchte? Hör mir mal zu.
Jetzt haben wir es in der Hand, eine bessere Welt zu schaffen. Und wenn... Du willst doch nicht etwa... Ember, das kannst du nicht wollen. Ich weiß nicht, was ich will, Bray. Aber du hast recht. Ich habe wirklich dran gedacht. Ist es wirklich fair, wenn wir ein Kind in diese verrückte Welt setzen? Oh. Was zum... Wolltest du irgendwo hin? Was machst du denn hier? Naja, ich habe gehört, dass sich hier riesige Kanalratten rumtreiben sollen. Ich wollte schon Gift auslegen. Oh nein, ich bin ja immer noch in der Mall. Ich fürchte, ja. Celine, was ist denn? Was hast du? Tally? Ist alles okay? Was soll nur aus uns werden, Tally? Was haben wir falsch gemacht? Ich meditiere. Ich befolge alle Regeln. Ich tue absolut alles, was man von mir verlangt. Ich habe deswegen sogar mein Baby verloren. Was muss ich denn noch alles machen? Ich verstehe nicht, warum ich immer weiter bestraft werde. Hör auf, denk nicht immer nur an die schlechten Zeiten. Du hast auch sicher gute Zeiten gehabt. Hatte ich die wirklich? Du warst doch nicht immer traurig. Was war mit der Zeit vor dem Virus, als du noch jung warst? Weißt du, wo Luke ist? Vielleicht kann er es mir sagen. Dir was sagen? Warum Sud mich immer weiter bestrafen will. Ach, Celine. Und? Hat noch jemand den Lärm gehört? Ich meine, das Scharren und Kratzen, das Celine wachgehalten hat. Was für ein Kratzen und Scharren? Celine hat gemeint, es wäre irgendjemand hinter einer Wand. Du weißt nicht zufällig irgendwas darüber? Nein. Gib mir die Kruste, wenn du sie nicht willst. Hey, die hab ich mir aufgehoben. Naja, jetzt heb ich sie auf. Eins sage ich dir, wenn du wieder mal vermisst wirst, suche ich dich bestimmt nicht mehr. Ja, wo bist du eigentlich gewesen, Ned? Wir haben überall nach dir gebuddelt. Du wirst doch nicht aus Versehen in irgendein Loch gefallen sein, oder etwa doch? Hör zu! Andy, hau ab. Du kannst irgendwo anders den Leuten auf die Nerven gehen. Ich muss nachdenken. Ist mir auch recht. Ich will sowieso nicht in der Nähe sein, wenn dein Gehirn explodiert. Was gibt's da zu lachen? Ach, gar nichts. Dann hör auf damit. Die Wand war nicht an der richtigen Stelle, sonst wäre ich jetzt draußen. Oh, natürlich. Ich wusste, es muss einen Grund geben, warum du nicht rausgefunden hast. Aber jetzt, da du mich aufgeklärt hast, da habe ich das Gefühl, du bist noch vertrottelter, als du aussiehst. Wer ist hier vertrottelt? Du, wer sonst? Wenn du wenigstens so viel Verstand wie eine Bratkartoffel hättest, hättest du gewusst, dass du in den Keller musst, wenn du eine Außenwand finden willst. Ach, tatsächlich? Ja. Also, wie sieht's aus? Willst du ins Team kommen? Zu dir? Nein, zur Sud, du Armleuchter. Ach, du willst dir nicht von einer Frau sagen lassen, wo es lang geht. Spionierst du uns hinterher? Nein. Ich war in der Stadt und habe versucht, ein paar Vorräte aufzutreiben. Hat jemand gewusst, dass du weg bist? Seit wann brauche ich eine Genehmigung? Seit ich mich frage, ob man dir trauen kann. Geh mir aus dem Weg, du Trottel! Und wenn ich's nicht tue, gehst du dann zum großen bösen Guardian? Schließlich seid ihr beide doch jetzt die besten Freunde. Anscheinend verwechselst du mich mit deiner Frau, Lex. Sie weicht doch nicht mehr von seiner Seite. Das ist doch nicht wahr. Sie hätte längst abhauen können, wenn sie wollte. Sie ist keine Gefangene. Halt die Klappe! Au! Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du so schlecht drauf bist. Und jetzt lässt du deine Wut darüber, dass sie den Spinner dir vorzieht, an mir aus. Du bist nur ein armseliger Idiot. Au! Au! Was ist hier los? Was soll das? Wie hast du das geschafft? Das würdest du zu gern wissen, hä? Die da ist es. Und was ist mit der da? Auf der Seite geht's zur Tiefgarage. Das hier ist die Außenwand, okay? Wer sagt das? Ach, weißt du, ich bin zu einem der Wächter gegangen. Ich hab gesagt, entschuldige bitte. Kannst du mir eine Wand empfehlen, in die ich ein großes Loch hauen und dann fliehen kann? Er hat gesagt, natürlich, Ma'am. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Los, fang an.
wirst am Verhungern sein. Draußen auf den Straßen wird schon gekämpft. Wer hat dir das gesagt? Ich habe das verursacht, Ellie. Es ist meine Schuld. Wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre, statt den Befehlen des Guardians, wenn ich die wahre Lehre verkündet hätte, anstatt seine Interpretation davon, dann wäre nichts von all dem passiert. Du hattest keine andere Wahl. Das stimmt nicht. Ich hatte eine Wahl. Ich Idiot habe nur die falsche getroffen. Ich habe gesehen, was aus unserer Sache geworden ist. Und ich wollte es nicht wahrhaben. Sag allen, dass es mir leid tut, was ich gemacht habe. Ich bin schuld, dass deine Freunde jetzt dort sind, wo sie sind. Nein, das ist ein anderer Luke gewesen. Du hast mich verändert, Ellie. Dass ich dir begegnet bin, ist das Einzige, was ich nicht bereue. Aber all das andere... Ich hatte meine Vorstellungen, wie man eine bessere Welt schaffen könnte. Und ich wollte es mit unserer Bewegung in die Tat umsetzen. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Das wünschen wir uns alle, Luke. Aber Ellie, ich habe Dinge getan, Dinge, die ich im Namen der Bewegung tun musste. Ich kann die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Du kannst es mir erzählen, vielleicht hilft es. Das kann ich nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Ist schon gut. Schläft sie? Ja, gerade eingeschlafen. Ist alles okay? Ja, ist es. Ich wollte nur... Weißt du, ich... Hör zu. Hast du was dagegen, wenn ich mich kurz hinsetze und sie mir angucke? Solange du willst. Martin wäre stolz auf sie gewesen. Ja. Und auf seinen Bruder auch. Auf mich? Ja. Dir hat sie es zu verdanken, dass sie ihre Mutter wieder hat. Dir und Amber. Ich weiß nicht, wie ich euch beiden danken soll. Es gibt zufällig was du tun kannst. Schön. Vielleicht könntest du mal mit Amber reden. Sie ist im Zweifel, ob sie das Baby behalten soll. Was? Sie denkt, das wäre keine Welt für ein Kind. Wie denkst du darüber? Ich sehe mir Brady an und denke mir, die Welt braucht doch Kinder. Sie braucht ihre Unschuld und ihren Enthusiasmus, ihre Unerfahrenheit und vor allem ihre Liebe. Oder findest du nicht? Dann sag ihr das doch. Aber denk daran, Bray. Die letzte Entscheidung, die liegt bei ihr. Aber es ist auch mein Baby, also ist es unsere Entscheidung. Ja, in einer idealen Welt vielleicht. Aber sie ist nicht ideal. Und ich glaube, keiner weiß das besser als Amber. Dein Wort ist mir Befehl. Aber natürlich. Ja, genau, Großartiger. Du hast vollkommen recht. An diesem Tag werden die Herzen deiner Anhänger vor Freude singen. Siehst du? Sie ist hier, Meister. Die Frucht deiner Weisheit. Ja, wie du sagst. Ja, auch das. Du beschämst mich, Meister. Ja. Ja. Oh ja. Ja, von Sekunde zu Sekunde. Mit dieser Verbindung wird unsere Schwäche und Verzweiflung weichen. Und die wahre Vorsehung wird sich endgültig erfüllen. Mit dieser Verbindung wird unsere Schwäche und Verzweiflung. Und Verzweiflung weichen und die wahre Vorsehung wird sich endgültig erfüllen. Ich
hat keinen Zweck. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Tja, du hast leicht reden. Ich habe heute schon eine Wand durchbrochen. Die falsche Wand, oder hast du das schon vergessen? Ach, wenn ich nur ein Meißel hätte. Oder einen Pickel oder so. Wo hast du überhaupt gelernt, richtig zu arbeiten? Was fragst du so blöd? Naja, der Nett, den ich bisher kannte, hat ohne eine Ladung Dynamit seinen Hintern nicht hochgekriegt. Ach, weißt du, es gibt Dinge, die müssen getan werden, auch wenn man keine Lust hat. Gehört dazu auch, neben einer Frau zu arbeiten. Ach, du machst dich nicht schlecht. Aber sei vorsichtig, das war fast ein Kompliment. Sonst komme ich noch auf die Idee, dass du auf mich stehst. Komm, lass uns weiterarbeiten. Jetzt, wo wir miteinander vereint sind, müssen wir nur noch einen Teil des Puzzles finden. Was für ein Teil ist das? Wenn ich das wüsste, wäre das Spiel vorbei. Sud wird uns noch aufklären. Und du meinst nicht, dass das Spiel schon vorbei ist? In welcher Beziehung? Naja, du hast alles getan, was man von dir erwarten kann. Sud kann nicht mehr verlangen. Solltest du jetzt auf dem Höhepunkt des Chaos kapitulieren? Nein! 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 Sud wird seine Feinde alle vernichten. Und durch uns wird er es vollbringen. Du und ich, wir beide und Sud. Und es gibt keinen Menschen, der sich uns widersetzen kann. Du bist so lieb zu ihr. Seit Brady wieder bei mir ist, versuche ich so viel Zeit wie nur irgendwie möglich mit ihr zu verbringen. Ja, selbstverständlich, aber wie fühlst du dich, wenn du von ihr getrennt bist? Dann freue ich mich auf die Zeit, wo ich wieder mit ihr zusammen bin. Wenn ich mit ihr zusammen sein kann, bin ich richtig glücklich. Sogar in dieser Welt? Selbstverständlich, in dieser Welt ganz besonders. Dann weiß man den Wert jeder Minute zu schätzen. Ja, aber all diese negativen Dinge. Die Gewalt hier, Lebensbedingungen, die Unsicherheit. Ich verstehe nicht, wie du damit fertig werden kannst. Brady hat eine ganze Menge durchgemacht. Ja, das kannst du laut sagen. Allerdings. Aber ist sie denn unglücklich oder meinst du, sie muss was entbehren? Naja, nein. Es geht ihr so gut, weil sie das Leben liebt. Gut, wir hatten eine sorgenfreie Kindheit, aber sie kennt es nicht anders und offenbar fühlt sie sich wohl. Und wenn dein Baby kommt, dann wird es das Leben genauso lieben. Und du wirst da sein und dein Kind umsorgen. Wirst du mir helfen? Das brauchst du doch nicht zu fragen. Das hätte ich nicht besser machen können. Mit einer Waffe, die nicht in Ordnung ist, ernährt man seine Kinder nicht. Aha. Und was steht heute auf dem Speiseplan? Etwas super Scharfes? Keine Ahnung. Du bist mit dem Kochen dran. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir zwei uns sehr ähnlich sind? Wir ähnlich? Inwiefern? Wir sind Einzelgänger und wir sind Kämpfer. Und wir glauben an dieselben Dinge. Wir kämpfen auf derselben Seite, ja. Ja, genau. Deshalb verstehe ich nicht, warum wir kaum was voneinander wissen. Was willst du denn von mir wissen? Naja, das kommt ganz darauf an, was du mir erzählen willst. Ich wüsste nicht, was dich interessieren könnte, was ich zu erzählen habe. Da bin ich anderer Ansicht. Ich interessiere mich sehr für dich. Hör zu, Ebony. Ganz ruhig. Entspann dich. Was willst du denn hier? Ich... nichts. May, warte. Wir haben uns schon eine ganze Weile nicht mehr richtig unterhalten. Komm, setz dich zu uns. Ja, warum nicht? Sehr gern. May kann sich im Moment nicht zu uns setzen. Sie hat viel zu viel zu tun. Hab ich recht, May? Sie sieht nicht aus, als wäre sie beschäftigt. Setz dich. Ich habe keine Lust, hier einen auf glückliche Familie zu machen. Sag Bescheid, wenn du dich langweilen solltest. Ich bin drin. Danke.
Wir sind durch. Sieht so aus. Na, wie war ich? Aus dir könnte noch eine Mallrat werden. Sehr witzig. Wieso? Seit diesem Virus haben die Kleinen und ich niemanden gehabt außer uns. Wir haben uns über Wasser gehalten. Und wir haben gelernt, dass es sich nicht lohnt, sich um andere zu kümmern. Naja, weil um uns hat sich auch keiner gekümmert, niemand. Unsere lieben Eltern konntest du in den Gulli stopfen. Ich habe die Zwillinge allein großziehen müssen. Und was fandest du vorhin so witzig? Etwas, was Telly neulich gesagt hat. Sie hat gesagt, hier zu sein ist, als wäre man nicht allein. Als ob wir die ganze Zeit allein gewesen wären. Wir hatten ja uns. Naja, lass uns unsere Arbeit fertig machen. Mit Vergnügen. Er bewegt sich nicht. Aber er ist locker. Warte mal, geh weg. Muss ich verkantet haben? Oder hackt irgendwo? Ich habe eine Idee. Geh mal weg. Er bewegt sich. Ich werde verrückt. Hinter dieser Wand ist noch eine. Nein! Guardian! Guardian! Meister! Es ist Zeit. Meister? Ich erwarte dich im wirklichen Leben. Du meinst jetzt gleich? Deine Arbeit ist getan. Du warst ein würdiger Repräsentant und ein großer Führer, wie ich es erwartet hatte. Ich habe es versucht. Und du warst meine Inspiration. Vereine dich mit mir, komm zu mir. Man wird dich im Jenseits preisen und erhöhen. Das habe ich mir gewünscht. Ruf alle Auserwählten zusammen. Sie dürfen an deiner Seite ins Königreich eintreten. Alles wird so geschehen, wie du es befiehlst, Großartiger. Und ich schwöre dir, der Abschied dieser Welt wird zu deinem Ruhm beitragen. Diese Tat wird den Namen von Sud in alle Ewigkeit erstrahlen lassen. Das ist ein Tag, den die Verräter ihr Leben lang nicht vergessen werden.